Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Show Your Minecraft Chip. Heute eine Einsendung von einem gewissen Cody. Ich bin Chronostarf, hier ist Pizza, auch bekannt als der Baron. Schuhe dazu. Schuhe. Oh. So, gut. Und wir widmen uns heute einer... Und hallo. Ja, und Robin natürlich auch, der ist eigentlich nicht mehr auf dem Server, der begleitet uns nur geistig und stimmlich. Ich habe schwere Lags. Und ich weiß, wo das Problem ist. Wenn ich Minecraft starte, habe ich Lags. Minecraft ist der Teufel. Der Teufel des Internets. Ja, vielleicht solltest du mal ein Java-Update machen. Nö, Nordline Ferry heißt das Ganze. Und ja, Pizza, machen wir mal sozusagen einen Quickie durch. Wo sind sie, Sir? Ach so, da. Also diese Rettungsboote, echt sehr kreativ, ja. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen flach vielleicht, so viel Ernstfall, aber naja, in Bezug auf Schiff sicherlich nicht verkehrt. Ja, sehr kreativ, machen Kaffee. Bauer. Hm. Ja, hier hat man so eine kleine Bar, oder was das ist, ja, mit so Sitzgelegenheiten, ich komme. Wir gucken kurz auf die Brücke auch, um das mal zu sehen. Ah, ja. Ist auch schon eine Brücke, ne? Oh. Alles sehr klein. Ja, ich oh Gott, das Internet. So, wie sieht's noch aus? Noch irgendwelche größeren Sachen. Wir gehen einfach mal die Treppen runter am besten. Ja, hier vorne auch so ein Panorama-Café. Ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Okay. Robin, okay. Kabinen. Ja, und die Betten sind auch sehr interessant. Kann man zwar nicht benutzen, aber interessant. Pizza, bleib bitte laut. Ich bin laut! Du hast immer so Schwankungen irgendwie, so leise, laut, leise, laut. Ja, weil ich irgendwann auch einfach leiser rede, weil ich meine, zu brüllen habe ich das jetzt noch nichts, weil diese Badezimmer etwas klein sind. Ich mache die Türen jetzt mal nicht zu. Naja, das kannst du ruhig lassen. Gibt's hier keine größeren Badezimmer? Oh, da hier. Und hier hinten kommen wir irgendwann auch aus dem Korridor wieder raus und dann hinten direkt an eine Art Heckrestaurant, oder? Ja. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Vielleicht gucken wir uns jetzt auch hier einen Souvenirshop. Ich kann hier Treppen als Souvenirs erwerben, sehr kreativ. Giftshop, oh, was sieht man denn hier? Treppen, also die machen sich hier richtig Konkurrenz. Wer hat die besseren Treppen zu mal verkaufen? Ja. Treppen, kauft sie bei mir im Giftshop. Hier bei mir im Souvenirshop sind sie wieder vergessen. Dann haben wir hier noch ein Kardeck. Hier werden dann die Autos stehen, wenn das Schiff Fair-Dingens macht. Hier ist ein Loch im Boot. Ja, das habe ich vorhin schon mal, ja. Achso, weil dieses Schiff keinen Maschinenraum besitzt. Genau, das ist, also Cody, da würden wir dich ja am liebsten fragen, wie es zu dieser Ehre gekommen ist, aber... Ja... Aber da das nicht mal dein Schiff ist, müssen wir dich nicht fragen. Ich glaube, du hast einen Vogel. Mit dieser Einsendung zu behaupten, dass es dein Schiff ist. Dieses Schiff hast du bei Planet Minecraft geklaut. Und du denkst ja wohl nicht, dass wir so blöd sind, dass wir das nicht herausfinden. Der wahre Erbauer ist nämlich... Der wahre Erbauer heißt Muruk Makto. Genau. Du hast den Vogel gerade abgeschossen! Sowas einzusenden ist doch ein Skandal! Da kann man nichts mehr dazu sagen! Dass man dich einfach vermöbeln wollte! Du Arme! Gut, da wir das jetzt raus haben, ist natürlich noch die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Einsendung von Cody? Da brennt Cody! Die ein Schiff von Muruk Makto ist. A, also ihr könnt auch unter dem Video hier in den Kommentaren mit abstimmen, was ich machen soll. Da brennt Cody! Ah, da brennt Cody! Gut, B wäre dann... B, werft Eier an Codys Haus! Und... C hätten wir dann, dass wir Cody einfach disqualifizieren. D wäre, dass wir Muruk Makto mit diesem Schiff in den Wettbewerb stattdessen aufnehmen, obwohl er sich nie angemeldet hat. Also von daher, das Eier an sein Haus! Eier, ja. Gut, das ist natürlich immer unschön, wenn man dann hier solche Sachen ausfällt. Diebstahl muss mit Eiern bestraft werden!
Leute, ich würde euch einfach raten, falls weiter irgendwie so ein paar Genies auf den Gedanken kommen, sowas zu veranstalten, wir finden alles raus. Und wir finden euch! Wir finden euch und wir finden alles raus. Eier an eure Häuser! Gut. Katzen in jedermanns Hose! Was? Gut, ich würde sagen, wir leihen das gar nicht weiter aus. Auf jeden Fall, ich habe ja auch an euch den Appell gerichtet. Stimmt in der Videobeschreibung, in den Kommentaren. Also nicht in der Videobeschreibung, ich sage da mal Beschreibung. Das ist mein Part, da was reinzuschreiben. Stimmt in den Kommentaren mit ab, was jetzt passieren soll. Ich Moment, ich muss noch was dazu sagen. Auf deinem Kanal gibt's ein Video mit diesem Schiff, nur da heißt es Hamburg und du hast mich und Marvin da verlinkt und ich gehe mal davon aus, dass Marvin genauso wenig wie ich bei einem geklauten Schiff stehen will. Das haben wir ja nicht mal mitgeholfen zu klauen. Du hast eine Meise, entweder entfernst du uns da sofort oder das wird Konsequenzen haben und ich rede nicht von Eiern an deinem Haus. Gut, ein Skandal! Ich gehe zurück zu den Frischluftkabinen, denn die sind besser als das, was ich heute erleben musste. Guten Abend! Tag! Mäh. Gut, ich verabschiede mich auch einfach mal. Ich glaube, dieser persönliche Kommentar bedarf keiner Erklärung noch, keiner Ergänzung mehr. Wir sehen uns dann in Folge 8, müsste es sein. Bis dahin.